Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann... den roten Zug. Ja, sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Oh, ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mimmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da, wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Superkartoffel, das Musical. Denn ich bin... Superkartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es kein Autogramm. Superkartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gemacht. Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa.
Wow! Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh, ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh, wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke schön. Gut gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, vorne zu putzen und an den Seiten, oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticker. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge, ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je. Alles klar.
Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht, auch nicht billig. Oh. Du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh, ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Hurra! Peppas Spielgruppe macht heute einen Ausflug zum See. Dort lernen die Kinder, wie man rudert. Wow! Ups, entschuldigt bitte! Hallo, Frau Mümmel. Hallo! Seid ihr bereit, heute in Booten zu rudern? Oh ja! Die Ruderboote stehen gleich da drüben. Los geht's! Hurra! Alle tragen Schwimmwesten und Helme, um auf den Booten geschützt zu sein. Sieht so aus, als wärt ihr alle startklar. Yeah! Ja! Peppa, Luzi und Pedro, ihr kommt ins rote Ruderboot zusammen mit mir und Opi Mümmel. Und Mandy, Emily und Klausi, ihr rudert im blauen Ruderboot zusammen mit mir und Captain Clem. Um das Boot zu rudern, müsst ihr diesen Stecken, der Ruder genannt wird, ins Wasser stecken und rudern. Genau so. Hau! Hurri! Jetzt versucht ihr mal. Alle rudern ganz begeistert die Boote. Aber keiner arbeitet als Team zusammen. Warum bewegt sich das Boot nicht, Frau Captain Mümmel? Alle müssen gleichzeitig rudern und die gleiche Bewegung machen. Genau so. Wenn ich Hau sage, steckt das Ruder ins Wasser. Und wenn ich Ruck sage, zieht es nach hinten. Versuchen wir es alle mal zusammen. Hau. Ruck. Gut gemacht. Hurra! Hau. Das Boot gleitet durch das Wasser. Alle arbeiten jetzt als Team zusammen. Das Rudern macht allen großen Spaß. Aber jetzt ist es fast an der Zeit, nach Hause zu gehen. Lasst uns zurück ans Ufer rudern, Kinder. Eure Eltern sind hier, um euch abzuholen. Piep, können wir um die Wette rudern? Eine wunderbare Idee, Mandy.
Seid ihr alle bereit? Bereit! Auf die Plätze! Fertig! Los! Alle rudern so schnell sie können zurück ans Ufer. Peppa hilft ihren Freunden dabei, als Team zu rudern. Ho, Rock! Rot, Schock! So ein Druck! Wir sind fast da! Kopf an Kopf! Und Gleichstand! Gut gemacht, Kinder! Hurra! Alle sind begeistert vom Rudern und alle lieben es, als Team zusammenzuarbeiten. Wer ist bereit für einen Abenteuerausflug ans Meer? Hurra! Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Oh Jemine, ich habe wohl vergessen, das Auto aufzutanken. Kein Problem. Dann fahren wir mit dem Zug zum Strand. Hurra! Peppa und ihre Familie nehmen einen Zug zum Strand. Oh, Fahrkarten bitte. Wir fahren heute zur Küste. Und Mama hat das Auto nicht aufgetankt. Wie aufregend. Ich liebe es an der Küste. Ich denke, es ist Zeit fürs Mittagessen. Peppa, suchen wir den Speisewagen. Ja! Papa Wutz und Peppa gehen durch die Waggons zum Speisewagen. Es ist sehr wackelig. Oh, dieser Waggon muss für Passagiere sein, die schlafen wollen. Wir müssen ganz leise sein. Dieser Waggon muss für Personen sein, die im Zug spielen wollen. Wow! Hallo Klausi! Hallo Gerald! Oh, das hier muss der Kinowagen sein. Verzeihung! Peppa und Papa Wutz haben den Speisewagen gefunden. Dieser Waggon muss für Personen sein, die unterwegs essen wollen. Ist das dein Magen, der knurrt, Papa? Der Zug hat leider eine Panne. Oh jemine, dann müssen wir den Bus nehmen. Peppas Familie wartet jetzt auf den Bus, der sie zum Strand bringen soll. Nächster Halt ist der Strand. Hurra! Oh! Der Bus hat eine Panne. Oh. Es hat wohl wieder jemand vergessen aufzutanken. Wie sollen wir es jetzt zum Strand schaffen? Na ja, wir gehen zu Fuß. Der Strand ist gleich den Hügel runter. Das war die tollste Reise zum Strand überhaupt. Ich bin schon gespannt, wie wir später wieder nach Hause kommen. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle. Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser.
Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich! Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo Oma. Hallo Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen! Peppa und ihre Freunde sind auf dem Weg zur Schaukel auf dem Spielplatz. Stopp! Oh. Gibt es ein Problem, Herr Bulle? Ich repariere gerade die Schaukel, Papa Wutz. So, jetzt kann sie wieder absolut sicher benutzt werden. Peppa liebt es, auf der Schaukel zu spielen. Wollen Sie mit mir schaukeln, Herr Bulle? Oh. Es macht Spaß. Ich? Warum nicht? Immerhin ist sie ja jetzt repariert. Wie, uff. Wow, das war lustig. Wie kommst du jetzt wieder runter? Wenn Sie nach oben gehen, dann kommt Peppa wieder runter. Oh, etwa so? Herr Bulle steckt am unteren Ende der Schaukel fest. Herr Bulle ist ein Erwachsener und Peppa ist klein. So geht die Schaukel nicht rauf und runter. Es braucht etwas Schweres auf Peppas Seite. Verflixt, woher weißt du das? Ich bin ein Schlauberger. Oh. Alles klar. Peppas Rucksack wird sie schwerer machen. Ho, ho, ho. Wir sind im Himmel bei den Wolken. Herr Bulle steckt immer noch am unteren Ende der Schaukel fest. Ich schätze, es macht auch Spaß, unten zu sein. Hier hat man einen tollen Blick auf das Gras. Es muss ein zweiter Erwachsener mit Herrn Bulle spielen. Miau. Ich frage mich, wo wir noch einen Erwachsenen finden können. Du bist erwachsen, Papa. Oh ja, das bin ich. Ich werde mit Herrn Bulle spielen. Yay! Wow! Papa Wutz und Herr Bulle sind beide erwachsen. Deshalb ist die Schaukel jetzt im Gleichgewicht und geht rauf und runter. Stopp! Macht es Ihnen denn keinen Spaß, Herr Bulle? Mir macht es einen Riesenspaß. Ich will nur die Aussicht genießen. Okidoki, weiter geht's. Hui, hoch bis zum Himmel. Hallo Sonne. Hallo Gras. Hallo Wolken. Hallo Peppa. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Oh. Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen.
Alles okay, oh. Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Hm, brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier. Wundervoll. Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh nein! Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, oh. Peppa. Oh. Hm, aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Peppa und ihre Familie sehen sich einen Film im Kino an. Mama, ich muss auf die Toilette gehen. Okay, Peppa. Nehmen wir die Toilette vor dem Kinosaal. Wir gehen nur mal kurz auf die Toilette. Die Toilette? Gute Idee. Shh. Oh je, die Toilette wird geputzt und ist außer Betrieb. Aber ich muss dringend aufs Klo. Da ist eine Toilette die Straße runter. Folgt mir allerseits. Dinosaurier! Peppa und ihre Familie haben die Toilette gefunden. Hier ist die Toilette, Peppa. Stellen wir uns an. Ich fürchte, ihr müsst euch hinten anstellen, nämlich da drüben. Die Schlange vor der Toilette ist aber wirklich sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich es so lange halten kann. Es gibt doch eine Toilette im Supermarkt. Versuchen wir es dort. Peppa, Mama Wutz, Papa Wutz und Schorsch suchen überall nach einer Toilette. Sie versuchen es im Supermarkt. Aha. Oh. Sie versuchen es im Zoo. Oh. Ah. Tut mir leid, Peppa. Diese Toilette ist kaputt. Sie versuchen sogar in einem Toilettengeschäft. Es tut mir leid, aber diese Toiletten hier sind nur zum Anschauen da. Es gibt hier nirgendwo eine Toilette. Oh je,
Jetzt muss ich selbst auf die Toilette. Ich auch. Schaut, die Kinotoilette ist wieder in Betrieb. Hurra! Peppa und ihre Familie können sich jetzt endlich wieder den Film ansehen. Aber der Film geht gerade zu Ende. Gucken wir ihn uns noch mal von vorne an. Muss irgendjemand vorher noch auf die Toilette? ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Oh. Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit Schorsch schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh. Sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf Spaghetti. Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott, na klar, bitteschön, Papa. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Oh, verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Peppa und ihre Freunde sind im Kino. Sie haben sich gerade den Film Gemüse im Weltall 2 angesehen. Keine Sorge, Pedro. Ich werde dich retten. Weil allen der Film so gut gefallen hat, spielen sie ihn jetzt nach. Wollt ihr zu mir nach Hause kommen und dort Gemüse im Weltall spielen? Ja, bitte. Allen macht es Spaß, sich für das Spiel zu verkleiden. Pedro Pony ist ein Astronaut. Luzi Locke ist ein Roboter. Gerald Giraffe ist ein Außerirdischer. Und Peppa ist eine Weltraumheldin. Gehen wir nach draußen und spielen, dass wir auf dem Mond sind. Hurra! Alle mir nach! Piu, piu! Peppa und ihre Freunde stellen sich vor, dass sie auf dem Mond sind. Genauso wie in dem Film. Allen macht es großen Spaß, so zu tun, als würden sie auf dem Mond schweben. Oh.
Oh, gute Idee, Geralt. Benutzen wir die Raketenautos und fahren damit herum. Oh je, es sind nicht genug Raketenautos für alle da. Willst du in meinem Auto mitfahren, Luzi? Luzi tut so, als wären ihre Stiefel Raketenstiefel. Jetzt können alle auf lustige Weise den Mond erkunden. Piep, hurra! Ja! Juhu! Wonach suchen wir eigentlich auf dem Mond? Piep! Das Einzige, das es auf dem Mond gibt, ist der Mond. Piep. Der Mond besteht aus Käse. Vielleicht finden wir hier Käse fürs Mittagessen. Natürlich. Was ist das? Ist es ein Mondmonster? Nein, Peppa. Ich bin... dein Papa. Und ich bringe euch allen ein paar Käsebrote zum Mittagessen. Alle lieben es so zu tun, als wären sie auf dem Mond. Aber das Mittagessen lieben alle noch mehr. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen. Alles klar, keine Autos. Gehen wir. Jetzt ist es sicher. Oh, hallo Papa. Hallo Peppa. Hallo, Spielgruppe. Hallo, Papa Wutz. Oh, es ist grün. Na dann, bis später, Peppa. Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay, tschüss, Peppa. Au! Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts, Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen.
Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aha. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April! Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder, Peppa und ihre Familie, fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja. Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch! Zu hoch! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Zu tief. Viel zu tief. Drehen wir doch einfach ein Looping. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte.
Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut! Fantastisch! Oh, hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und George. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Heute haben Peppa und George beschlossen, sich Mama und Papa Wutz Erwachsenenkleidung anzuziehen. Oh Gott, was suchen diese zwei Erwachsenen in unserem Schlafzimmer? Ich bin nicht erwachsen. Ich bin Peppa und das ist George. Ihr seht beide sehr hübsch aus. Aber wieso tragt ihr unsere Sachen? Heute entscheiden wir selbst, was wir anziehen. Tja, ihr seht beide wirklich sehr erwachsen aus. Aber ich fürchte, unsere Klamotten sind etwas zu groß für euch. Ja, die sind etwas zu groß. Diese Klamotten sitzen viel besser. Peppa und George haben nun beschlossen, ihre eigenen Sachen zu tragen. So, achtet darauf, Anziehsachen auszuwählen, die zum Wetter passen. Heute ist es sehr sonnig und heiß. Oh. Ist das die passende Kleidung für einen heißen Tag? Nein. Sie sind etwas zu warm. Und ein bisschen zu schwer. Peppa und George haben nun passende Sommerkleidung an. Das ist viel besser. Ihr müsst aber auch Klamotten auswählen, die zu eurem Programm heute passen. Wir gehen zur Spielgruppe. Aber vorher wollen wir noch in Schlammpfützen rumspringen. Oh je, Peppa und George tragen nicht die richtigen Schuhe, um in Schlammpfützen herumzuspringen. Denkst du nicht, ihr solltet besser Stiefel anziehen? Ich denke, wir sollten besser Stiefel anziehen. Sehr gute Idee. Sehr schön. Kann's losgehen? Sofort. Ich will nur noch schnell ein paar Sachen anprobieren. Bonjour, Kinder. Oh la la, ihr seid heute hübsch angezogen, Peppa und George. Sie haben alles selbst ausgewählt. Das sieht man sofort. Und diese Stiefel. Um in Schlammpfützen herumzuspringen, muss man Stiefel tragen, Madame Gazelle. Natürlich. Peppa und George lieben es, in Schlammpfützen zu springen. Heute ist wohl mein Glückstag, denn ich habe meine Stiefel auch mit dabei. Peppa und ihre Familie sind heute ins Museum gegangen. Oh. Guck, George, dieser Dinosaurier hat eine Schwester. Und eine Mama. Und einen Papa. Oh, das ist eine ganze Familie von Dinosauriern. Peppa liebt das Museum. Aber es schließt jetzt. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Ich will aber noch nicht gehen. Wir müssen nicht gehen, Peppa. Denn heute übernachten wir alle zusammen im Museum. Ja! Oh, was wollen wir heute Abend als erstes machen? Haben wir doch ein Festessen. Yum, yum. Lasst es euch schmecken. Oh, diese Orange ist ziemlich hart.
Das ganze Essen auf dem langen Tisch ist aus Plastik. Was machen wir als nächstes, Peppa? Peppa? Oh. Mama Wutz weiß nicht, wo Peppa hin ist. Hier bin ich! Ich bin eine Wikingerin! Ich bin auch eine Wikingerin. Wikinger. Ich bin auch ein Wikinger. Ich meine ein Wollhaar-Mammut. Allen macht es Riesenspaß, vor dem Wollhaar-Mammut wegzurennen. Aber das ganze Gerenne hat alle sehr müde gemacht. Ich denke, es ist Zeit fürs Bett. Suchen wir uns jetzt einen guten Schlafplatz. Gute Nacht allerseits. Am nächsten Morgen kommen viele Besucher ins Museum. Oh, wuff. Guck dir mal diese Wikinger an, Opa. Was für ein tolles Mammut. Oh, er sieht wirklich echt aus. Alle glauben, dass Peppa und ihre Familie zum Museum gehören. Wow, ist das sieht echt? Aus. Mammut trägt eine Brille. Was ist hier los? Das ist keine Wikingerin. Das ist Peppa. Hi. Oh je. Sieht so aus, als ob wir nicht nur im Museum übernachtet haben. Wir haben sogar verschlafen. Hallo allerseits. Hallo, Peppa. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander, gefallen die vielen Bücher? Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je, darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hol die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so?
Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier! Oh! Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Peppa und Luzi Locke haben beschlossen, ihre Kleidung heute andersrum zu tragen. Mach's gut, Luzi. Wiedersehen, Peppa. Oh. Peppa, Luzi, warum tragt ihr eure Klamotten andersrum? Und warum geht ihr denn rückwärts? Na ja, weil heute ist Rückwärtstag. Man sagt alles und macht alles rückwärts. Nein, tun wir nicht. Dann viel Spaß. Den haben wir nicht. Peppa und Luzi Locke spielen im Garten Fangen. Und zwar rückwärts. Hab dich, du kriegst mich nicht. Es ist sehr schwer, Spiele rückwärts zu spielen. Wo bist du hin, Luzi? Ich komme. Ich hab's. Lass uns rückwärts im Park spielen. Herr Bulle findet es sehr verwirrend, dass Peppa und Luzi Locke rückwärts laufen. Guten Morgen. Warum gehen wir rückwärts? Es ist Rückwärtstag. Wir machen heute alles rückwärts. Ist echt schon wieder Rückwärtstag? Dann suche ich besser meine Rückwärtsbohrer. Ups, tut mir leid. Peppa und Luzi Locke spielen am Rückwärtstag nun zusammen im Park. Rückwärts zu schaukeln fühlt sich gleich an wie vorwärts. Aber nicht alle Spiele machen rückwärts gleich viel Spaß. Das ist rückwärts. Nein, das ist rückwärts. Spielen wir rückwärts Frisbee. Fang!
Wer von euch hätte gern ein Eis? Yay! Ups, wir meinen nein! Ich sehe, euch macht der Rückwärtstag Spaß. Ich esse mein Eis jetzt rückwärts. Ups. Umgekehrt ist nicht ganz dasselbe wie rückwärts. Das ist alles sehr verwirrend. Ich schätze, der Rückwärtstag ist jetzt wohl vorbei. Peppa und Luzi Locke hatten Spaß am Rückwärtstag. Aber sie sind froh, dass jetzt wieder alles normal ist. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Oh. Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit! Das wird ein Abenteuer! Dann bis gleich, Enten! Hier ist es! Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha! Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yeah! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Quack, 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 quack. Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily, ich bin ein Fisch. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Hier sind so viele Fische, Peppa. Oh, wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein, ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Oh. Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen.
Wie Emilys Rüssel? Genau wie Emilys Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Peppa? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Peppa. Bäh. Oh, Peppa. Du musst vorsichtig sein. Bäh. Der Schnorchel ist kaputt. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Peppa. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Peppa übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es nochmal? Okay. Ich kann es! Ich habe ganz, ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwassergeschmack loszuwerden, kriegst du von Schorsch und mir jetzt Eiscreme! Heute ist Mal- und Basteltag in Peppas Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau hier. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Mäh, danke, Madame Gazelle. Oh. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Pfütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlammpfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmalerei dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Peppa ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon so viel ihr wollt auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampig. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha, gleich siehst du eines, Peppa. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie ein Stern. Stern. Peppa gefällt dir. Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch,
dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Pepper genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau, hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Mm. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Mm. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Pepper? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf. Hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm. Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausis Regeln zu befolgen. Leise. Laut. Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier! Hurra! König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel mehr Spaß. Heute ist Pfannkuchentag in Peppers Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Pepper gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab. Oh, Pepper! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Pepper aus. Ich bin Pepper Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Pepper und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och.
Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Heute spielen alle zusammen in Peppas Garten. Emily Elefant ist in einer großen Schlammpfütze hingefallen. Monster! Nein, Monster gibt es gar nicht. Es ist ein... Igel! Wow! Der Igel ist auch in der Schlammpfütze ausgerutscht. Keine Sorge, wir helfen dir da raus. Der Igel ist jetzt eine stachelige Kugel. Aber Edmund hat eine Idee. Wir müssen einen Erwachsenen zu Hilfe holen, weil der Igel verwirrt und stachelig ist. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ja. Mama Wutz, Papa Wutz. Mama Wutz hilft allen aus der Schlammpfütze heraus. Und Papa Wutz hilft dem Igel heraus. Seine dicken Handschuhe beschützen ihn vor den spitzen Stacheln des Igels. Wir können den Igel hier hineintun. Da drin ist auch eine Decke, damit es angenehm warm ist. Deckchen! Wundervoll. Aufgepasst. Igel können ein kleines bisschen stachelig sein. Hurra! Ich nenne dich Stachel. Ja, Stachel. Dr. Hamster ist vorbeigekommen, um zu sehen, ob Stachel gesund und munter ist. Es war sehr klug von euch, mich um Hilfe zu bitten. Hurra! Stachel hat sich wieder zusammengerollt. Wieso macht Stachel sowas, Dr. Hamster? Igel rollen sich zusammen, wenn sie Angst haben, damit sie in Sicherheit sind. Oh, also hat Stachel Angst? Es ist hier nur etwas laut, das ist alles, wenn wir alle leise sind und Stachel ein Stück Apfel geben, entspannt ihn das vielleicht. Peppa und Emily Elefant haben mehr als nur ein Apfelstück gefunden. Hurra! Genau, er braucht nur Futter und Ruhe. Wir könnten Stachel später im Garten freilassen, wenn die Sonne untergeht. Und wieso nicht jetzt schon? Igel sind nachtaktiv. Das heißt, dass sie nachts die Gegend erkunden und dann tagsüber schlafen. Ich bin ein Besserwisser, weißt du? Ups, tut mir leid, Stachel. Die Sonne geht unter. Und für Stachel ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Wo wohnen denn die Igel, Dr. Hamster? Wo? In Hecken natürlich. Tschüss, Stachel. Besuch uns doch bitte bald wieder. Alle haben die Zeit mit Stachel genossen. Und alle sind froh, dass Stachel wieder sicher nach Hause kommt. Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau, Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Ah.
Reihe. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Beinahe. Hier, bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Uff. Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Squeak. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch! Tor! Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Yeah! Darf ich bitte in eure Mannschaft? Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff. Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ja! Dann kriegst du. Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft. Das stimmt. Ihr alle bekommt den Pokal. Hurra! Heute bewundert Peppa die Blumen in Opa Woods Garten. Gesundheit, Peppa. Was ist all das gelbe Zeug da, Opa? Das nennt man Pollen. Bienen verstreuen ihn im Garten und helfen damit, den Blumen zu wachsen. Oh, danke, dass du den Blumen hilfst, kleine Biene. Vorsicht, Peppa. Du solltest die Biene hier bloß nicht anfassen. Aber warum, Opa? Sie ist so flauschig und süß. Der Grund ist, dass du sehr groß bist und die Biene ist dagegen sehr klein. Deswegen könntest du ihr Angst machen und Bienen stechen manchmal, wenn sie Angst haben. Sie stechen? Ja. Daher musst du mit Bienen sehr sachte umgehen und du musst ihnen ganz, ganz viel Raum geben. Manch einer ist sogar gegen ihre Stiche allergisch. Oh. Peppa weiß nicht recht, ob sie Bienen immer noch mag. Aber Bienen sind im Grunde genommen sehr, sehr nützlich und wirklich gut für die Welt. Nur dank ihnen haben wir Honig. Ich liebe Honig. Bienen machen Honig in Bienenstöcken. So wie diesem da. Kann ich sehen? Kann ich ihn mir ansehen? Moment mal. Der Bienenstock ist voller Bienen. Ihr müsst euch also erst umziehen. Tada! Ich meine, Sumsums. Peppa, Schorsch und Opa Wutz tragen eine besonders dicke Schutzkleidung, die ihren Kopf, ihre Hände und ihren Körper vor Bienenstichen schützt. Fantastisch! Opa Wutz zeigt Peppa und Schorsch einen Teil seines Bienenstocks. All die vielen Bienen leben in diesem kleinen Haus? Ja! Und in dem Haus machen sie ganz leckeren Honig. Bienen arbeiten immer im Team. Sie sammeln gemeinsam Nahrung und beschützen sich gegenseitig. So wie ich und Schorsch. Wir sind wie die Bienen und Hummeln. Summ, 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 summ. Was passiert mit dem ganzen Honig, den die Bienen machen? Na, wir geben ihn in Gläser, wie in dieses hier. Opa Wutz gibt den frischen Honig in ein Konservenglas. Und dann machen wir damit leckere Honig-Sandwiches zum Mittagessen. Das
ist das beste Sandwich aller Zeiten. Danke, kleine Biene. Peppa liebt Honig-Sandwiches. Und Peppa liebt Bienen, weil sie... Schnapp! Oh. Peppa spielt mit ihren Freunden Spiele. Ich liebe es, Schnippschnapp zu spielen. Ich gewinne immer. Ich mag Schnippschnapp nicht. Peppa würde auch mal gerne gewinnen. Schnapp! Ich hab's! Warum spielen wir stattdessen nicht alle Schlangen und Leitern? Juhu! Schlangen und Leitern! Aber ich hätte gewonnen! Eins, zwei, drei, vier! Ich werde gewinnen! Oh. Zwei Felder! Jetzt darf ich die Leiter hochgehen! Ich stehe direkt vor der Ziellinie. Jetzt bist du dran, Luisa. Oh. Oh je. Luisa wird nicht gewinnen, wenn sie zurückgehen muss. Ich hab's. Machen wir ein Murmelrennen. Ich liebe Murmelrennen. Murmelrennen. Aber ich hätte sicher gewonnen. Los! Meine rosa Murmel ist in Führung. Ich hab's. Spielen wir das Papagei-Spiel. Ich liebe das Papagei-Spiel. Aber meine Murmel wird gewinnen. Er wird gleich hochgehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab... Spielen wir lieber wieder Schnippschnapp. Schnapp. Schlangen und Leitern. Peppa und ihren Freunden macht es so viel Spaß, immer wieder das Spiel zu wechseln, dass sie dabei ganz vergessen, wer gerade gewinnt. Gewonnen. Du meine Güte! Jetzt ist wohl die Zeit reif für ein neues Spiel. Es heißt Aufräumen. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander! Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich! Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß. Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi. Vorwärts? Oh. Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu
Susi. Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Oh. Oh, mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh, nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um. Ihr habt das alle sehr gut gemacht. Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart-Rennen. Es ist Valentinstag. Peppa und Schorsch bereiten ein besonderes Abendessen für Mama und Papa Wutz zu. Opa Wutz hilft ihnen dabei. Du meine Güte! Wir machen spezielle Valentinstagspizzas, Oma Wutz. Denn am Valentinstag geht es darum, den anderen zu zeigen, dass man sie liebt. Ich weiß. Machen wir die Pizzas herzförmig. Jetzt werfen wir den Teig hinauf in die Luft. Genauso macht man das in Roma. Das ist eine Stadt in Italien. Genau wie in Roma. Verdecken wir doch die unebenen Stellen mit Gemüse aus dem Garten. Mama und Papa Wutz wissen nicht, was gerade passiert. Peppa und Schorsch ernten Gemüse. Die Pizzas belegen wir mit vielen Zutaten. Das sehe ich. Bringen wir jetzt das Gemüse ins Haus. Peppa und Schorsch belegen die Pizzas mit Gemüse. Ich weiß was. So werden die Pizzas noch spezieller. Geben wir Mama und Papa Wutz Lieblingsessen drauf. Gute Idee, Peppa. Was ist denn Ihr Lieblingsessen? Spaghetti und Schokoladenkuchen. Die Pizzas sollten so aussehen wie Mama und Papa. Peppa und Schorsch machen aus den Pizzabelägen Gesichter. Jetzt sind sie wirklich speziell. Oh, Schorsch! Hier sind eure wirklich speziellen Valentinstagspizzas. Oh, Schokoladenkuchen? Mein Lieblingsessen! Dinosaurier! Ein Spaghetti-Dinosaurier. Danke, Peppa und Schorsch. Die sind zu schön, um sie zu essen. Mama und Papa Wutz finden ihre Valentinstagspizzas wirklich sehr außergewöhnlich. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte
Danke sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Dinosaurier. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Wutz Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Oh, es steckt wieder fest. Böse Ananas. Oh. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh, oh nein! Mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oh je, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Peppa möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht, die besondere Überraschung. Peppa und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Oh. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass es dir schmecken. Danke. Oh, muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Mmh, ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh. Vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Mmh, ich liebe Nudeln. Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Mmh, Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Ja.
Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Takeaway. Jeder liebt chinesisches Takeaway. Beinahe hatte ich dich. Peppa will unbedingt eine Piñata aufbrechen, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Denn heute lernen Peppa und ihre Spielgruppe mehr über den mexikanischen Feiertag Cinco de Mayo. Oh, Kinder, wir brauchen noch mehr Deko für das Klassenzimmer, damit sich der Raum noch fröhlicher anfühlt. Basteln wir zusammen ein paar Pompomblumen. Pom-pom. Mir gefällt dieses Wort. Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Drückt den Stängel aus Karton einfach in die Mitte des Klopapierknolls und voilà. Wow. Ja, ich krieg die Blume nicht hin. Ich werde dir helfen. Das ist knifflig. Du meine Güte. Alle haben sehr viele Pompomblumen gebastelt. Haben wir zu viele gebastelt? Natürlich nicht. Das Klassenzimmer fühlt sich jetzt wirklich besonders fröhlich an. Als nächstes machen wir eine ganz leckere Guacamole. Guacamole? Guacamole. Eine mexikanische Leckerei aus Avocados. Man isst sie mit Karotten oder Gurken oder speziellen Chips, die man Tortillas nennt. Guacamole. Guacamole, Guacamole, Guacamole. Madame Gazelle gibt eine geschälte Avocado, etwas Limettensaft und Salz in eine Schüssel. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch sehr gut pürieren. Guacamole, wuff. Hat jemand Lust, etwas Guacamole zu probieren? Ja, bitte. Mmh, wirklich lecker. Leckere Guacamole, leckere Guacamole. Wunderbar, Peppa. Den Cinco de Mayo feiert man auch, indem man singt. Leckere Guacamole, leckere Guacamole, leckere Guacamole. Und tanzen ist auch besonders wichtig am Cinco de Mayo. Peppa hat die Piñata getroffen und die Süßigkeiten sind alle rausgefallen. Peppa macht ihr erster Cinco de Mayo Spaß. Und ganz besonders viel Spaß hat sie beim Tanzen. Peppa und Luzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge. Denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkuli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha! Lila! Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaube nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen.
Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkulli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkulli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkulli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkulli. Oh. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkulli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkulli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Hurra! Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihr zwei werdet sehr gute Polizistinnen. Mach dich bereit für die Spielgruppe, Peppa. Hau, hau, hau. Oh, der Weihnachtsmann? Schon wieder da? Heute ist Peppas erster Tag in der Spielgruppe nach den Weihnachtsferien. Nein, Mama, ich bin's. Aber Peppa will nicht, dass Weihnachten schon vorbei ist. Oh, Peppa, was du da anhast, ist sehr hübsch, aber es eignet sich nicht für die Spielgruppe. Oh, aber ich verkleide mich gern als Weihnachtsmann. Ich will nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Es macht riesen Spaß. Ich weiß, aber in der Spielgruppe kannst du auch Spaß haben. Geh jetzt und pack deinen Rucksack. Guten Morgen, Peppa. Dein Rucksack sieht wirklich extrem voll aus. Und er ist auch wirklich schwer. Puh, was hast du denn da drin? Nur etwas Lametta, damit es in der Spielgruppe funkelt. Verstehe. Ein Spielzeug vom Weihnachtsmann? Ach ja? Ein paar Zuckerstangen? Sehr lecker. Oh, und ein bisschen Rosenkohl. Nimm doch lieber ein paar Dinge mit, die für die Spielgruppe nützlicher sind. Zum Beispiel? Etwa ein paar Buntstifte zum Ausmalen, dazu leckeres Obst und ein Buch zum Lesen. Oh, das Buch habe ich vom Weihnachtsmann. Das ist eine gute Idee. Zeit zu gehen, Peppa. Oh, fahren wir mit dem Schlitten zur Spielgruppe? Ich liebe es, schnell zu fahren. Das geht wohl nicht, Peppa. Es liegt gar kein Schnee. Sogar vom Schneemann ist fast nichts mehr da. Wir müssen heute das Auto nehmen, Peppa. Oh, okay. Ich weiß, du bist traurig, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich verspreche dir, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß. In der Spielgruppe freuen sich alle, Peppa heute wiederzusehen. Willkommen zurück, Peppa. Hast du in den Ferien Spaß gehabt? Ich... Hallo, Peppa. Hast du Lust, mit mir verkleiden zu spielen? Oh ja, ich verkleide mich sehr gern. Wir könnten auch ein Buch lesen. Ich bekam ein neues vom Weihnachtsmann. Fahren wir mit unseren Rollern um die Wette. Oh ja, bitte. Die Spielgruppe macht genauso viel Spaß wie Weihnachten. Peppa liebt Weihnachten, aber sie liebt es auch. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann.
dann muss es besonders toll werden. Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen, nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife darauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen, ist besonders toll, Peppa. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra! Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Peppa zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen. Heute ist Sportfest in Peppas Spielgruppe. Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Ich werde gewinnen! Oh! Ups. Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie! Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra! Du bist so schnell! Quick! Oh nein, ich hab verloren! Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen! Wuff! Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Peppa! Quick, schneller! Peppa fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Peppa! Lass das Ei nicht runterfallen! Okay. Lauf langsamer, Klausi! Aber lauf nicht zu langsam! Langsamer! Schneller! Langsamer! Jetzt schneller! Gut gemacht! Wir haben gewonnen! Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden.
Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Ruff. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Wow! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in ein Insektenmuseum. Folgt mir bitte alle. Oh. Pieps, Insekten! Das hier ist der Ameisenraum. Man kann hier sogar ein paar große Roboterameisen bestaunen. Keine Sorge, die Ameise ist nicht echt. Es ist ein großer Roboter. Oh, ich liebe Roboter. Ameisen arbeiten im Team, um ihrer Königin Nahrung zu bringen. Wollt ihr auch mal eine Ameise sein? Darf ich die Königin sein? Mhm. Ja! Hurra! Peppas Freunde treten gegen die Ameisen an. Sie müssen das Blatt zur Königin Peppa bringen. Ja! Das habt ihr toll gemacht. Ihr wart ein Team, so wie die Ameisen. In diesem Raum dreht sich alles um Bienen. Man kann sich hier sogar Bienenkostüme anziehen. Ihr seht fantastisch aus. Findet ihr den Weg durch den Bienenstock, so wie richtige Bienen? Summ, summ. Dann los! Jeder liebt es, eine Biene zu sein. Aber der Bienenstock ist sehr verwirrend. Sie wissen nicht weiter. Bienen folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Summ. Wir können doch auch der Sonne folgen. Alle folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Genauso wie richtige Bienen. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Im letzten Raum befindet sich etwas ganz Besonderes. Pieps, das ist so hübsch. Aber niemand weiß, was es ist. Da drin ist etwas ganz Buntes. Ist es ein Papagei? Es hat große Flügel. Oder ein Drache? Und es war vorher eine Raupe. Och. Es ist ein Schmetterling! Peppa und ihre Freunde lieben es, so viel über verschiedene Insekten zu lernen. Oh, schon wieder ein Apfel. Oh. Durch die Kraft von Gemüse bin ich hier. Einen Moment. Oh. Jetzt bin ich hier. Wow. Ich bin es, der superste Superheld aller Zeiten. Und ich bin hier, um euch allen beizubringen, auch Superhelden zu sein. Hurra! Peppa und ihre Spielgruppe sind alle als Superhelden verkleidet. Übung 1 in der Superheldenschule ist, setzt eure Superheldenkräfte ein, um etwas Nettes für die Welt zu tun. Luzi Locke ist nett zu einem Wurm und hilft ihm dabei, ein Loch zu graben. Freddy Fuchs ist nett zu der Pflanze, indem er sie gießt.
Und Peppa ist nett zur ganzen Welt, indem sie den ganzen Müll vom Boden aufsammelt und recycelt. Ihr habt die erste Übung alle super gemacht. Die nächste Übung in der Superheldenschule ist, diesen Hindernisparcours zu bewältigen und Madame Gazelle vor den Superschurken zu retten. Auf die Plätze, fertig, los! Aber das Laufen macht alle müde. Wir sind alle außer Atem. Wieso können wir nicht schnell laufen und super stark sein? Sind wir nicht Superhelden? Ich hab's! Habt ihr heute schon Obst oder Gemüse gegessen? Ich hab mich heute geweigert, Karotten zu essen. Und ich hab vorhin meinen Apfel nicht gegessen. Aha! Obst und Gemüse helfen uns dabei, gesund zu bleiben und geben uns super viel Energie. Superhelden brauchen ganz viel Energie, um laufen und springen zu können. Madame Gazelle hat für die Kinder Teller mit leckerem Obst und Gemüse auf einen Tisch gestellt. Peppa und ihre Freunde haben das Obst und Gemüse aufgegessen. Jetzt haben sie wieder super viel Energie und versuchen es noch einmal. Wir sind hier, um sie zu retten. Meine Elden, meine Super-Elden. Gratulation! Ihr seid heute alle super gewesen. Und jeder Superheld kriegt eine Superheldenbelohnung. Was hättet ihr gern? Sind noch mehr Karotten übrig? Durch die Kraft von Obst und Gemüse sind Peppa und ihre Spielgruppe nun echte Superhelden.